Grüßt euch Gott, alle miteinander. Heute geht es nicht um ein Oak oder Puppenkind. Heute habe ich so ein, oder sagen wir mal, die Einzelteile eines kleinen Kriegsveteranen, eines Teddybärs vor mir. Zur Geschichte von diesen Teilen. Ich hatte vor über 10 Jahren so die Idee, ach, ich habe den gesehen, den nimmst du, das kriegst du wieder hin. Naja, und dann kam er, der Bär in Einzelteilen. Und dann habe ich gemerkt, ich bin da schon ein bisschen überfordert. Ich wusste gar nicht, wo ich anfangen sollte. Und dazu möchte ich sagen, dass ich schon neue Augen einsetzen kann. Und ich weiß auch, was man macht, wenn man nur noch ein Ohr hat und so einen neuen Besatz hinnehmen. Das ist jetzt für mich nicht das Problem. Aber der Schaden an diesem alten Teddybär ist schon immens. Dann fühlte ich mich überfordert und habe ihn einfach in meine Tasche rein und in den Schrank gestopft. Und da lag er jetzt ewig. Und jetzt habe ich mir gedacht, ach, irgendwann sollte man auch mal so Projekte zu Ende bringen. Und sehr viel kaputt machen kann ich da nicht mehr. Ich habe auch so eine vage Idee, was ich machen werde. Aber dazu möchte ich erstmal so ein bisschen den Ist-Zustand zeigen. Also Kopf ist lose. Es ist übrigens kein Steifbär, aber es ist ein stark abgeliebter alter Teddy. Nicht 50er Jahre, er ist älter. Also könnte 40er Jahre sein oder so. Da will ich mich jetzt nicht festlegen. Man merkt ein wenig an der relativ langen Schnauze. Und da sieht man es an dem Fuß. Es ist ein relativ langer Fuß. Ja, also hier, Fußsohle. Das Material ist Kunstseidenplüsch oder Seidenplüsch in Gelb. Das Fell war immer kurz, also nicht lang, lockig, kein Mohair. Und der Teddy scheint extrem geliebt worden zu sein, weil man sieht, es fehlt halt auch überall Kunstseidenplüsch. Das stört mich aber gar nicht. Das ist halt so. Er ist alt und bespielt und er hat halt seine Geschichte. Zum Ist-Zustand, also der Rumpf ist da. Es ist hier oben die Gelenkscheibe für den Kopf. Hier seitlich ist er offen. Er ist mit Holzwolle gefüllt. Hier ist kein Scheibengelenk mehr da. Der eine Fuß ist eben hier kaputt. Und hier auch wackelig. Da hat sich die Holzwolle verschoben. Der zweite Fuß, wo ist er? Hier. Der ist nicht so lustig. Der ist komplett ab. Kein Scheibengelenk. Das heißt, es wäre hier. Irgendjemand hat den Fuß verkürzt, weil er eben kaputt war. Also er hat nicht mehr die volle Länge. Ein Arm, da ist hier noch Gelenkscheibe, aber hier. Und das war eben das, was mir so Probleme bereitet hat. Ich nicht wusste, was ich machen sollte. Ist, dass hier einfach was fehlt, ja. Es ist jetzt schwierig und würde sich auch finanziell nicht rentieren, wenn ich da jetzt auf die Suche nach so alten Plüsch mich mache. Er müsste angepasst werden farblich und. Ich habe mir jetzt mal was anderes ausgedacht. Der andere Arm ist etwas besser. Gelenkscheibe fehlt hier. Also so sieht der aus. Ja, und das Köpfchen. Keine Augen. Nasenbestückung, ja, ist okay, muss man nichts machen. Die Öhrchen sind anscheinend schon mal nicht gerade professionell wieder angenäht worden. Aber das ist ein Stück Geschichte des Bärens, da würde ich jetzt nicht großartig rumfummeln. Hier sind so ein paar Löcher, man sieht auch die Holzwolle durchschimmern. Mal schauen, ob man das richten kann. So, das ist jetzt Teil 1 eines Videos. Über diesen alten Bären. Der Ist-Zustand. Und jetzt drückt es mir mal die Daumen, dass ich das, was ich so vorhabe im Kopf mit diesen bärigen Gesellen, auch umsetzen kann. Weil Plan haben ist das eine, den Plan dann aber auch so umsetzen zu können, das andere. Daher Teil 1.
Wenn es mir gelingen sollte, den Bären wieder irgendwie ansehnlich hinzubekommen, gibt es natürlich dann einen zweiten Teil und ich zeige ihn. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Alles Gute und bye bye.